Ja, hallo Freunde der Spiegeltour, willkommen bei Warhammer Vermintide 2. Gott sei Dank steht im Beta-Interface, wo man zurzeit spielen kann, wenn man denn das Spiel schon pre-ordert. Ja, der Name, denn ich könnte ihn mir nicht merken. Es gab natürlich einen ersten Teil, sonst wird da keine 2 stehen, und den ersten Teil haben wir damals sogar auch gespielt hier, wo man schon mit Helden unterschiedlicher Klassen, wir können mal hier in die Hero-Geschichte rübergehen, es sind 5 Stück, gab es früher auch. Und diese treten natürlich jetzt auch im zweiten Teil wieder auf. Wer das alles nicht kennt, es ist Left 4 Dead eigentlich im Warhammer-Universum in Hertha. Also ich muss sagen, dass Vermintide auf jeden Fall kein Pussy-Anfängerspiel ist am Anfang. Und die Horden erstmal relativ schwer zu bekämpfen sind, vor allem weil dein Held in diesem Spiel auch levelt. Wir werden uns jetzt erstmal hier die Wraithstalkerin auswählen, die im Moment Level 2 ist. Die hat auch einen eigenen Skillbaum, wo wir unterschiedliche Fähigkeiten freischalten können. Und wir klicken jetzt erstmal auf Play, was auch nicht bedeutet, dass das Spiel an sich startet. Denn genauso wie im ersten Teil sind wir erstmal mit unserem Helden in einer, in einer Festung bzw. in einem Startgebiet, wo andere Spieler nachjoinen können. Jetzt wird mir gerade gesagt, ich habe ein paar Gegenstände bekommen. Zum Beispiel dieses Spoils of War, beziehungsweise diese Kiste, Combination Chest. Machen diese mal auf, ohne irgendeinen Schlüssel oder sonst irgendwas. Ja, das Spiel wurde ja auch gekauft und dementsprechend kann man alles auch sofort bekommen. Wir bekommen Daggers, wir kriegen ein Trinket und wir kriegen ein Charm. Weil es gibt halt wirklich Equipment hier, was wir unseren Helden zuweisen können. Den zum Beispiel, okay, das wären Power 20, Power 5, dann rüsten wir jetzt die Dagger aus und wir sehen direkt, unsere Bewaffnung ändert sich halt auch. Ne? Normalerweise hatten wir jetzt am Anfang dieses, wo ist es hin? Genau, wir haben mit dem Warblade angefangen, was jetzt vielleicht nicht so das Geilste ist für die Bogenschützen hier. Und wir nehmen jetzt einfach den Dagger, das kostet ein bisschen mehr Stamina, die Angriffe, wenn ich das richtig... Ne, sogar weniger. Und können so unseren Kampfstil halt ein bisschen anpassen. Es sollte auch so sein, dass wenn ich hier mit der Maustaste halte, einen starken Angriff mache, der dann halt, sag ich mal, ja, auch mal einen großen Gegner ausschaltet. Bogen habe ich nichts Neues bekommen. Hier sehen wir, dass wir noch ein Trinket bekommen haben, was ein bisschen mehr Power bringt. Und was haben wir hier noch? Ja, auch ein Level... Beziehungsweise ein Trinket, das... Dann haben wir unsere Talente, wo wir noch nichts freischalten können. Da können wir erst ab Level 5 ein Talent wählen, was unseren Helden halt verbessert. Und es gibt halt ein Crafting-System, wo wir Items zerlegen können, wenn sie diese magische Fähigkeiten haben. Wir können Items aber auch craften, wenn wir die schon mal gefunden haben. Kann man solche Sachen dann nachcraften, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Wir brauchen dann aber die Gegenstände aus den unterschiedlichen Geschichten. Und wir können halt nachrollen von Equipment machen. Dafür brauchen wir alles Mögliche. Also man kann auch Zaubersachen, also beziehungsweise verzaubere Gegenstände hier reinschmeißen, den Effekt dieses Gegenstandes nehmen und dann den auf einen anderen draufzaubern. Und kosmetische Items wird es dann in der finalen Version auch geben und auch Missionen und so weiter und so fort. Was man natürlich hier sieht, man kann solche Kisten nicht kaufen, ist ja auch gut. Man soll sich auch den ganzen Scheiß erspielen. Tell you what. Folk can surprise you. Had a vampire in the Red Moon once. Paid a tab in full, nary a drop of bloodletting. What was her name? Began with G. Den kann man jetzt zuhören. Aber es geht jetzt darum, wir wollen ja auch ein bisschen Spiel zeigen, was überhaupt abgeht hier in dem 5 Helden mit 15 Berufen, beziehungsweise Unterklassen gibt es ja jetzt für die unterschiedlichen Helden. Und was hier in diesem Koop-Kram gemacht werden muss. Wir können mal im Custom Game zeigen, es gibt zurzeit 3 Missionen in der Beta. Ritual Stand, Aethel Genlui und Against the Grain. Es sind jetzt übrigens, wir kämpfen gegen das Chaos wieder, weil die Skaven gehören ja eigentlich auch dem Chaos an. Aus dem ersten Teil hat man nämlich nur die Ratten gehabt und hat halt in dieser Stadt gekämpft. Und jetzt kämpft man halt auch gegen normale Chaos-Truppen und auch ganz große Bossgegner. Und das sieht auch alles wundervoll aus. Wir gehen jetzt einfach mal in den Quick rein, also beziehungsweise Quick Play, Rekruten, Schwierigkeitsgrad und wir kriegen einen weiteren Reward, wenn wir eine Quick Play Mission abschließen. Jetzt können nämlich andere Spieler einfach joinen. Entweder joine ich einem anderen oder ich hoste selbst das Spiel, aber es sieht so aus, wenn ich jetzt jemand anderen joine und dadurch gehe ich jetzt in seine Burg, Zitadelle, wie man es auch nennen will. Ja, da sind wir. Bei Hunch 1997. Es gibt auch übrigens ein Ingame
ein In-Game-Voice-System. Ich habe es ausgeschaltet, weil sonst nerv ich die Leute die ganze Zeit mit dem Rumquatschen. Und sobald ich jetzt in den Wastestone hier reingehe, würde das Match starten. Solange nicht noch mehr joinen. Aber wir sollten wirklich darauf warten, dass 4 Spieler da sind. Sonst wird es ein bisschen schwer. Wie ihr vielleicht vermutet, meine Hauptfähigkeiten sind das Bogenschießen. Und ja, mit den Dolchen jetzt hier rumhantieren. Also ich sollte vielleicht nicht so viel Nahkampf machen. Kann dafür halt einen gespannten Bogenschuss machen. Mithalten, nicht so schwer wie bei Kingdom Come Deliverance. Oder ich kann halt auch mit einem Schnellschuss relativ viel Schaden auf dem Nahkampf machen. Selbst wenn mir Gegnerhorden sehr nah kommen, das macht natürlich weniger Schaden, als wenn ich hier so einen Spannschuss losschieße. Das ist sein Blut? Nein. Egal. Da sind wir halt nur 3. Das ist zwar schon ein Garant dafür, dass wir wahrscheinlich verkacken werden. Aber man wird sehen. Ring out them bells, as me mother used to say. The bells in question are in Elmgard's Temple of Sigmar. Give them a good clatter, and you'll draw every iron blade for miles around. Why, you ask? Our friendly neighborhood magic spy, Alicia, needs to gather vital intelligence on the Skittergate. Thinking you could help her out. Ich habe extra mal die FPS mit eingeblendet, damit man sieht in etwa, wie die Performance ist, und es läuft halt wirklich super auf 1044p mit maximalen Settings und es sieht wirklich super aus. Also Warhammer-Herzen dürfen höher schlagen in dieser total wundervollen und durch echt coole Models durchdesignte Welt, wo wir nachher auf den ersten Feind treffen werden. Übrigens, es gibt kein Auto-Heal, obwohl meine Klasse sich wenigstens ein bisschen selbst heilen kann. Muss man halt diese Heiltränke finden. Man findet auch alles mögliche an Gerätschaften in der Welt, um sein, ja, die man verwenden kann, wie explosive Fässer oder Granaten, zum Beispiel hier. Haben wir Lampenöl, das können wir halt explodieren lassen. Beziehungsweise das kann der Feuerzauberer zum Beispiel in Brand setzen. Oder es steckt sich von selbst in Brand. Das ist ganz praktisch, weil es kommt hier zu Horden. Also die greifen uns an. Wir können übrigens auch sehen, was das Team equipped hat. Da sehen wir gerade, dass 2 Leute einen Heiltrank haben. Wenn man Sachen findet, wird es automatisch mit dem Team kommuniziert. Dann wird das weiß eingekreist. Beziehungsweise so wie jetzt zum Beispiel das Grüne bei den Teammates ist, solange die außerhalb der Sicht sind. Und das hilft halt direkt, alle Gegenstände zu finden. Es gibt übrigens kein Rennen, wenn ich mir jetzt gerade sicher bin. Da ist ein Life-Leecher. Ah, da haut er ab. Gibt immer noch so Spezial-Aliens. Gab's ja bei Left 4 Dead auch immer. Aliens, sag ich schon. Chaos-Leute. Hier haben wir jetzt ein Potion of Strength. Hab ich mir jetzt einfach mal gekrallt. Und der Zwerg sollte sich langsam mal bewegen, damit wir weiterkommen. Ah, jetzt ist er tot. Munition ist übrigens begrenzt. Deshalb muss man immer wieder ein bisschen was finden. Vor allem für mich ist das ziemlich wichtig. Die anderen sind halt eher Nahkampfklassen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Mana ist bei dem Feuerzauberer. Dafür erinnere ich mich zu wenig an früher. Durch 2 durch. Und ja, das Spiel ist sehr blutig. Köpfe explodieren, wie man gerade gesehen hat. Aber es ist ja, das riecht sich auch an Erwachsene einfach. So, der Hund will gerne mitspielen. Ich habe bis jetzt noch nicht mal eine Spezialfähigkeit gezeigt und die Leute wissen leider auch nicht, wo lang sie müssen. Und jetzt kriegen wir eine Horde ab. Oh, da ist eine dicke Ratte.
Boah, da ist auch noch so ein dicker Chaos-Typ hinter mir. Na komm, nimm das! Wie lange hält der? Boah, mein Gott! Oh, endlich ist er tot. Jetzt muss ich schon meinen Trank nehmen. Sieht so aus, wenn wir über die Absperrung hier müssen. Ah, da hat einer ein Buch gefunden. Es gibt so gewisse Items, die man während der Mission finden kann, die unsere Belohnung erhöhen. Keine Munition mehr. Man kann auch blocken übrigens mit rechter Maustaste. Ah, dafür war die Information am Anfang. Ach, da ist noch ein Buch. Ja, wir müssen da in die Mitte und müssen ein Tor öffnen. Ah, sehr schön, hier sind Potions. Ach, dann kann ich das Buch nicht mehr mitnehmen. Wo ist der nächste Feind? Erstmal kicken, ob nicht noch irgendwo noch Munition hier in der Ecke ist. Ach, Gott sei Dank. So in der Mitte sein ist scheiße. Das habe ich schon gelernt. Nimm das. Boah, sterbt ihr Ratten! Scheiße, ich bin in den Vortex gefangen. Oh, es lief besser als beim ersten Mal, wo ich an der Stelle war. Nein! Ihr müsst den Live-Leecher anhauen. Noch 8 Schuss im Bogen. Das Tor ist aber offen. Oh, sehr schön. Ich kann mich voll auffüllen. Und hoch. Good work, Team.
gehen wir in das nächste Ziel. Who would you prefer, darlings? Northlanders or Rappers? Ich sehe nichts mehr. Never have I seen such a display. Ich hatte einen Penis im Gesicht. Oh, da muss einer geheilt werden, beziehungsweise gerettet. Mein Gott! Ich denke mal, dass das mit dem Nebel eine Fähigkeit von uns ist. Boah, Munition. Mehr Munition. Gut, ihr seid alle hinter mir. Da muss ich ja keine Angst haben. Ja, I'm hungry. It's this way. Ach, es ist echt schön. Cursed assassin. Assassin rat. Assassin rat. Ah, da war ein Assassin. Medical supplies. Don't let it shoot ya. Chaos warrior. He'll blaze like a torch. Wo soll der Chaos Warrior sein? One less abomination in the world. Hä? Ich höre sie laufen. Ich sehe aber nichts. Ich glaube, die Leute denken, ich weiß wohin. Ach, da ist einer im Bot inzwischen geworden. Wahrscheinlich rettet der uns die ganze Zeit. Oh, schade, man kann es nicht runterschießen. Ich hätte es begrüßt. Das wäre schon eine coole Sache. Also gegen die kleinen Ratten sind die Dolche schon mal einfach spitze. Nein!
das war's für uns. Alle tot. Tja. Das ist das, was ich sagte. Das Spiel ist einfach kein Left 4 Dead Low. Wie soll man sagen? Noob für Noobs. Es ist schon schwierig. Und wenn du kein gutes Team hast oder Pech oder eine falsche Konstellation, guck mal, ich habe sogar die meisten Kills gemacht. Nicht den meisten Damage, die meisten Headshots natürlich, weil, hallo, ich bin Bogenschütze. Und, ja. Der Bot übrigens der Beste in Leute aufheben. Aber wir waren ja auch ein sehr anfängerorientiertes Team. Also Level 2, Level 2, Level 3. Dafür haben wir es weiter geschafft, als das erste Match eigentlich mit Level 1 angespielt habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist so ein kleiner Einblick, was man denn in dem Spiel macht. Ich denke, ich habe jetzt keinen Loot bekommen dafür, dass ich versagt habe. Natürlich nicht. Oder kommt ein bisschen nachträglich. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch die eine oder andere Runde spielen. Vielleicht habe ich euch auch ein bisschen angefixt. Inzwischen ist es so, man kann das Spiel vorbestellen und bekommt dann sofort Zugang zu dieser Beta und kann sich halt schon mal ein bisschen reinschnetzeln in die wundervolle Umgebung beziehungsweise in ein paar Rattenköpfe rein. Und ja, dann sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Bis dahin, tschöle, euer Imperator.